So, hallo, wir machen weiter bei Deponia. Das letzte Mal haben wir einen Papageien betäubt und einen roten Vorhang gefunden. Was wir mit dem machen, ist so klar wie Kloßbrühe. Okay. Here we go. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Gut, jetzt können wir ihn anzapfen, womit auch immer. Ich würde sagen, mit dem Trichter. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. Hm, so schon mal nicht. Nein, oder direkt ins Glas. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Achso, wir steigen einfach auf. Ja, es geht auch. Hopp, Rufus. Go, go. Gleich nochmal. Okay, fesseln wir uns dran. Dann fallen wir auch nicht runter. Da besteht keine Fluchtgefahr. Rufus. Bohren wir ihn an. Und heute, liebe... Wünschelrute? Der Stier ist wütend. Zeit für... Ja, aber Rodeo... Narkotikum? Moment. Kann ich jetzt wieder beruhigen? Der Stier ist wütend genug. Zeit für... Der Stier ist wütend. Zeit für... Können wir den wieder wegnehmen? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Aber wie kriegst du jetzt das Dings da raus, liebster Rufus? Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Hm. Ja, das ist ja auch das, was wir haben wollen. Und zwar besonders aufputschen, belebende, das ist das hier, das ist die belebende Flüssigkeit. Aber wie kommen wir jetzt da ran? Vielleicht mit dem Schwamm. Der Stier ist Zeit für ein... Ja, Zeit für ein Rodeo. Das hat gerade nicht funktioniert, mein Liebster. Der Stier ist wütend. Okay, wir steigen nochmal auf. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Gut, dann machen wir es halt ein paar Mal. Rufus. Aber ich hätte halt gedacht... Gleich nochmal. Ich quäle und... Der Stier ist wütend. Zeit für... Der Stier ist wütend. Ja, aber, wieso willst du dich denn dann nicht irgendwie dran festhängen, Händelingsen? Was weiß ich, wo du das machen willst, Rufus? Da besteht keine... Da besteht... Natürlich besteht da Fluchtgefahr, du fliegst von dem Ding runter. Hm. Der Stier ist wütend. Zeit. Der Stier ist Zeit. Rodeo reicht halt nicht, Freund. Das muss nicht um. Das muss nicht. Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade, man bedenke nur die Möglichkeiten. Rufus, bitte. Das muss nicht um. Das muss nicht um. Mal was anderes. Damit kriege ich die Schlafmütze. Glaube ich aber auch nicht. Das muss nicht um. Kloppt. Der Stier ist Zeit für. Der Stier ist wütend und Zeit für. Ja, aber. Wie kann ich mich denn darauf festkleben? Gleich nochmal. So ein bisschen. Ich hab doch jetzt echt alles ausprobiert. So wird oder? Das Messer. Was, wenn ich. Doch jetzt alles ausprobiert. Bin ich blöd? Mehr ist hier nicht.
freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Ja, der Tank ist offen, dann geh doch ran, du. Und heute. Ich habe mal Das hatte ich gerade schon. Füll's doch einfach in das Glas, Mann. Der Stier ist wütend. Zeit. Der soll nicht wütend, du sollst es einfach in das Glas füllen. Fehlt noch was. Aber was? Hey, Lonzo. Was soll ich noch gleich? Es steht alles. Sorgt die sich. Alles klar. Wegen. Lass laufen. Ich habe klares Wasser. Was jetzt? Echt? Ja, hier. Das kann kein Wasser sein. Es ist klar. Was soll es denn sonst sein? Keine Ahnung. Ich finde, wir probieren's einfach damit. Als du das letzte Mal gesagt hast, habe ich meinen großen Zeh verloren. Jetzt beschwer dich mal nicht. Einen hast du ja noch. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank... Hatten wir schon. Ich beeile mich, kann es... Schieß. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Vielleicht hat Dr. Gizmo... Ach ja. Fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt... Und was hat... Keiner. Wenn du öfter... Da kam ich ja noch nicht ran. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne. Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Ich hab schwarzes Pulver. Ja, das hat man schon. Ich sag da. Ja, ja, es ist ein. Wie im. Ich schaffe. Beeil, ich kann es. Ich gehe zu. Mach das. Oh. Der ist dann wohl für das Wasser. Ach so. Verdammt, das ist alles nur zum Einfüllen. Ich dachte, damit kann ich irgendwie was machen, aber... Lonzo versucht sich wohl als TÜV. Süß! Können wir den mitnehmen? Die Tasse ist noch leer. Mit Betonung auf noch. Lonzo muss sehr lang... Hätte er mich... Ja, das ist alles nur zum Einfüllen. Oh, Mann! Ist halt auch nichts weiter. Das wäre zu einfach. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Was? Ah, ich kann den auch gar nicht mehr umstöpseln. Wir stecken jetzt den Vogel da in den Ofen. Da in die Klappe stecken wir jetzt den Vogel rein. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge! Und dann lassen wir Wasser laufen. Aber schade. Hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich den Stier doch schon fast so weit. Was fehlt mir denn jetzt noch? Irgendwas habe ich doch bestimmt jetzt wieder nicht mit dem Stier ausprobiert, was richtig gewesen wäre oder so. Keine Ahnung. Der Stier ist müde. Zeit. Ja, dann. Gleich nochmal. So kommen wir nicht weiter.
Der Gizmo muss doch auch irgendwas noch an sich haben, womit wir dann diesen Schrank aufsperren können, oder nicht? Was hat Lotti eigentlich noch zu sagen? Hallo, Lotti. Du so. Ja, wir waren gerade dran. Lass dich nicht. Wird auch nichts machen. Das ist auch Quark. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Das ist sehr schön von dir, Rufus. Wirklich. Aber an Gizmo können wir auch gar nichts anderes, ne? Da ist halt nur den Punkt. Ich wüsste, was in der Tasche drin ist und ob ich schon rankomme. Probieren wir halt alles durch. Ich habe ihn nicht ab. Oder oh Mann. Der ist bereits ausgenockt. Wollte ich nicht. Ich habe ihn nicht ab. Oder ich will doch auch nur mit der Tasche interagieren, nicht mit ihm. Ich habe ihn ab. Oder oh Mann. Ich habe ihn nicht ab. Oder oh Mann. Na jetzt. Oh, aber Rufus. Mein Fehler. Oh, mein Fehler. Er wüsste damit nicht. Er weiß ja nicht. Na, jetzt nimm's doch mit. Oh, aber mein Fehler. Oh, aber Rufus. Mein Fehler. Alles Quatsch, ich weiß. Ich habe ihn nicht gewählt, habe ich ihn? Alles Quatsch, oder ich weiß. Oh Mann. Oh, mein. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Das wäre wie in langweilig. Gizmo hat meine Philosophie. Konzentrier dich, sie kann dir. Er wüsste damit. Ergibt alles keinen Sinn. Ich habe ihn nicht. Hab ich ihn. Mann! Oh Mann. Gizmo hat meine. Unter. Gizmo hat meine. Und dabei geht's. Ich habe vor allem nicht verstanden, wo es weitergeht, Rufus. Halt auch nix. Des Postings kommen wir noch nicht rein. Wo kriegen wir jetzt noch den entscheidenden Hinweis oder kann ich es schon tun? Hier. Aber ich habe doch jetzt alles. Ah, Mann. Habe ich auch mit allem kombiniert, glaube ich. Wie komme ich da ran? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß. Gleich nochmal. Nee, Rufus, das bringt so nix. Auch Quatsch. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja, dann.
Weil da nochmal drehen bringt ja auch nichts. Was soll das? Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Ja, wenigstens geschah es für einen guten. Das ist jetzt leer, super. Hast du toll gemacht, Rufus. Wenzel hat eine Schutz, dieser Ego. Wo übe ich? Wie kriege ich den Rufus dazu, dass er sich da festbindet? Oder ich habe doch Handschellen. Warum? Gleich nochmal. Nee, Rufus. Wieso bindest du dich denn da nicht dran fest, Mann? Da besteht keine Fluchtgefahr. Alter. Da besteht... Du verstehst gar nichts, Rufus. Da besteht kein... Habe ich das schon mit allem kombiniert hier drin? Damit krieg... Da besteht... Da besteht... Da besteht... Das ist schon mal keine... Ich finde, ich komme... Da besteht kein... Das muss nicht... Niemals. Und Toni wird es... Da besteht kein... Da besteht... Da besteht kein... Ja, Bullshit. Ich weiß es nicht. Es gibt's doch nicht. Habe ich schon gemacht, ne? Hat er nichts. Finger weg. Ist ja gut. Was waren das nochmal für Coupons eigentlich? Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Für? Man gibt sie bei der Post ab für? Und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie... Tolle Geschenkgutscheine. Ich sag... Ja, nimm die Füße vom Tisch. Da muss und sie... Oh, nicht aufregen. Tief durchatmen. Kram. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht. Fehlt nur noch ein... Ja, cool. Was will ich mit der Stange machen? Da besteht keine... Keine toten Tiere. Wie wecke ich den denn? So viele Möglichkeiten, also nicht Möglichkeiten, so viele Sachen, die man als nächstes machen könnte und ich weiß nicht. Weil der Stier ist ja letztendlich auch jetzt nicht der Mega-Bringer, weil selbst wenn ich das hinkriege mit dem Stier, dann habe ich ja trotzdem noch das Problem. Dann habe ich halt hier belebendes Dings. Nee, habe ich nicht. Dann habe ich halt... Das da. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich an energiereiches Wasser kommen soll. Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Das weiß ich auch nicht. Scheiße. Da hat das so hoffnungsgebend aufgehört letztes Mal. Mit dem roten Tuch. Und dann konnte ich es nicht so einsetzen, wie ich es gedacht habe. Also konnte ich schon. Ich habe den Stier in die letzte Stufe gebracht. Aber... Aber ich weiß dennoch nicht, wie es hier weitergeht. Ich war mir halt so sicher... Ich war mir so sicher, dass er... Gleich nochmal. ...sich mit den Handschellen daran festmacht.
das tut er anscheinend nicht. Wo geht's weiter und wo nicht? Was würde ich von dem Dietrich wollen? Ich habe ihn dafür den Aber für den Dietrich will ich das Gitter aufmachen. Ich habe das doch schon alles verstanden. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da ran? Ich kann das Ding nicht mehr. Alter. Jetzt mit den Handschellen festmachen, ist aber auch Quatsch. Mein eigener Dietrich. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Aber mit dem Dietrich, was soll ich denn mit dem Dietrich? Ich kann nicht mit dem Dietrich da jetzt ran, ist doch auch Quatsch. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rot. Können wir damit die Autotür aufmachen? Aber dafür brauchen wir eigentlich ja den Namen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Das weiß ich auch nicht, Rufus. Aber was machen wir jetzt damit? War irgendwo noch irgendwas verschlossen? Oder geht das als Uhrenzeiger jetzt durch? Oder ich suche das passende Schlüsselloch. Ach, Rufus. Ich sag, das passt. Wo war denn jetzt noch was verschlossen, Mensch? Langsam werde ich ganz bescheuert. Was will ich jetzt mit einem Dietrich? Oder? Damit kriege ich die Sch... Au! Jetzt habe ich mir ein blödes... Oder? Das ist schon... Niemal. Und Ton, das muss nicht umgefüllt werden. Aha. Neues Item, keine Ahnung. Wo haben wir denn noch irgendwas Abgeschlossenes? Bin ich doof? Ich blick's nicht. Los, Rufus, reite den Stier zum Ende der Folge nochmal. Aber was machen wir jetzt in der nächsten Folge? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Gleich nochmal. Fuck.
Das würde ich schon gerne in der Folge noch rauskriegen. Es muss irgendeine ganz komische Kombination sein, die mir nicht... Mein eigener Mann bedenke nur... Ja, tolle Möglichkeiten, Rufus. Nix machst du damit. Was ist in der Tasche vom Bürgermeister und was nützt mir das? Ich habe ihn nicht gewählt, damit er... Hab ich... Oder... Oh Mann. Gizmo hat meine Unter... Konzentrier sie... Er wüsste da... Ja, ne? Schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Willst du von hier unten irgendwas machen, oder was ist dein Plan, Rufus? Kann ich dich abschießen von da hinten? Jetzt läuft er bis dahin, ne? Ja, nee, komm. Lass stecken. Lass einfach stecken, Junge. Irgendwas sagt mir, dass das ein Zeiger ist, aber was ist das? Warum soll das ein Dietrich? Das ist... Wo will ich damit hin? Hier ist halt auch nur diese komische Klingel, mit der ich noch überhaupt gar nichts anfangen konnte. Vielleicht hiermit. Was willst du da machen, Rufus? Vielleicht. Das ist Quatsch. Vielleicht. Vielleicht. Das ist alles Blödsinn. Wir haben so viel Zeug und ich kann es nirgends einsetzen. Vielleicht. Vielleicht. Das ist Unfug. Was kann ich denn hier noch machen? Was, wozu ist der Topf? Warum existiert er noch? Da soll Toni nochmals. Autsch! Das ist ja. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht. Man erkennt noch, ich muss es. Wenn ich meinen Kram verbrenne, hilft das zwar der Legendenbildung, aber was verkaufe ich dann den Fans? Das Trinkwasser ist. Das Trinkwasser. Man erkennt, ich muss es. Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raubt. Nur weil Toni. Toni braucht kein Wein, ich hab ihr schon, wobei ich den... Damit kriege ich die... Toni braucht, ich hab ihr, wobei ich den... Boah, ey, ich weiß es nicht. Ist da noch irgendwas? Halt auch nichts. Toni braucht, ich hab ihr, wobei ich den. Hast du hier im Fernrohr irgendwas versteckt? Das wird den Ausblick auch nicht. Das wird den auch.
Sonst ist hier halt auch gar nichts. Ich kann mit dem Fernrohr kann ich doch überhaupt nichts machen. So wirklich. Das wird den... Das wird den... Das wird den... Das wird den... Oh. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni Ber... Es läuft doch... Die Flussplan, aber da ist doch auch nichts mehr. Meine einige... Nee, hier ist einfach nichts mehr. Und hier draußen waren wir auch schon, da war alles gar nichts mehr. Da ist halt auch nicht mal mehr ein Punkt. So. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kann... Mehr ist wohl nicht zu, reicht ja auch. Da haben wir die Nüsse raus. Meine Sachen kennen keine Materialermüdung. Meine Sachen... Meine Sachen... Meine Sachen... Oh. Sind wir denn eigentlich nicht mit? Mehr ist wohl nicht zu, reicht ja. Ja. Was haben wir denn zum Aufsperren? Das gibt's doch nicht. Was vergesse ich denn schon wieder? Was passiert, wenn wir Toni den Dietrich zeigen? Guck mal. Was hast du da? Reicht es dir etwa? Musst du... Eigentlich wollte ich... Dann stirb... Narkotikum! Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome. Wie meinte er? Tonis Beruhigung. Doktor, wie meinte er? Das kann, habe ich ja auch versucht, dem Stier zu geben. Das hat ja nichts gebracht. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Dein tolles Rodeo funktioniert nicht, Mann. Gleich nochmal. Der Stier ist wütend. Zeit. Oh mein Gott. Leute, es tut mir leid. Das muss Ofen sein. Buh, ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Nimm's mit. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Ich bin so blöd. Ich frage mich, wie das... Bisher habe ich... Gut. Ich frage mich, bisher habe ich es... Nanu, das hat gar keinen Effekt. Ja, genau. Soll das Kaffeepulver nicht besonders aufputschend sein? Hm. Soll das Kaffeepulver... Yep. Das kommt ins Pulver und jetzt ist... Oh Mann, ey. So. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Oh.
Stierblut? Check. Dem Wasser fehlt noch der extra Schuss Energie. Ja, ich weiß, Rufus. Jetzt machen wir erstmal das hier noch da rein. Aufputschmittel. Dann mühlen wir mal zusammen. Yay, Kaffeepulver. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Ja, sehe ich auch so. Das Pulver habe ich schon mal. Gut, es fehlt noch eine Sache. Und zwar energiereiches Wasser. Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Wie können wir denn Wasser elektrifizieren? Oh. Können wir die Quelle irgendwie unter Strom setzen? Ich will mit Wenzels stinken. Du sollst sie auch unter Strom setzen. Ich wüsste aber echt nicht, wie. Ich will mit... Ich will mit... Ach, Rufus. Wo kriege ich energiereiches Wasser her? Das ist, glaube ich, halt ein Punkt, wo wir noch überhaupt gar keinen Ansatz haben. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles besorgt, die Sache. Alles klar. Ich hab Aufputschmittel. Ah, hat dir Gizmo was gegeben? Naja, gegeben. Rumstehen lassen. In einem abgeschlossenen Medikamentenschrank rumstehen lassen. Ist doch egal. Ich bin überfragt. Ich schaff... Beeil, ich kann es... Wing... Lass los. Ich habe eine belebende Flüssigkeit. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was ist es? Das Zeug hat den mechanischen Bullen vorm Stadttor zum Leben erweckt. Eine rötliche, belebende Flüssigkeit, deren Hauptbestandteil aus Bullen gewonnen wird? Wir sollten ihr einen Namen geben. Ich hab's. Red Rufus Superdrink. Meinst du? Ich dachte eher an... Red Rufus Superdrink. Schon gut. Red Rufus Superdrink verleiht keine Flügel. Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Oh. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Puh, das Ganze. Hanek! Du wirst schon. Da war ja was. Ich beeil dich. Wie kriege ich den dazu, dass er mit Batterien. Ich geh dazu, Tamara. Der gibt mir Batterien, wenn der Papagei nicht mehr läuft. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister lebt, dann läutet er. Ich gebe das Signal, dann wird gesprengt. Richtig, danke. Wie kriege ich denn dich jetzt dazu, dass du mir Energie... Bis bald. Ach, warte. Rufus. Genau. Ich weiß. Hallo nochmal. Nein, jetzt. Ach, halt die Klappe. Genau. Bis bald. Rufus. Genau. Guck mal hier. Ach. Witzig. Ich habe genauso ein Ding. So ein Quatsch. Es ist ja nicht so. Die Teile. Wie kannst du mir denn. Ach. Ich habe. Es ist ja nicht. Die Teile findet. Wie kriege ich dich denn dazu, dass du mir sagst, dass du Batterien gefunden hast? Sag mal. Hanek, Spanek, du. Hä? Hallo. Hi. Ruf. Genau. Ich meine, das mit dem Schlüssel. Nochmal wegen des. Nochmal? Wie war noch. Ja, haben wir noch nicht raus.
Vergesse. Schon geschehen. Noch was? Bis bald. Tschö. Rufo. Genau. Wie kriege ich denn jetzt... Das kriege ich halt immer noch nicht sauber, ne? Kann ich ihn jetzt wieder beruhigen eigentlich? Nützt mir das was? Der Stier ist wütend. Zeit für ein... Na komm, mach nochmal Rodeo zum Abschluss der Folge und dann... Belassen wir es dabei. Gleich nochmal. Batterien sind also das energiereiche Wasser. Wo kriegen wir die her? Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Wir haben jedenfalls einen Teil geschafft. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.